Hallo Freunde von Willow Forships und herzlich willkommen zu einem Teaser, der hier im Hafen steht, nämlich der Vallejo. Oh, das klingt so schmutzig mexikanisch. Nein, ein amerikanischer Stufe 9 Kreuzer, bei dem sich Wargaming gedacht hat, hey, es lief so gut mit der Tulsa, dass wir ein Derivat von der Des Moines auf Stufe 9 gebracht haben. Wir machen den gleichen Scheiß nochmal. Wir haben jetzt hier einen Stufe 9 Kreuzer, ein Projekt, ein Vorläuferprojekt der Wooster-Klasse, wie ich euch schon erzählt habe, im vorherigen Infovideo dazu, was wir hier mit, naja, Wooster-ähnlich, aber nicht Wooster-ident spielen können. Ja, man sieht aber schon die Ähnlichkeiten und wir haben auch ziemlich identische Geschütze, nennen wir es so. Aber dazu jetzt gleich mehr. Kümmern wir uns zuerst um die Panzerung, und wenn euch World of Warships Content gefällt, dann seid ihr hier bei mir richtig. Darum lasst einen Daumen nach oben und ein Abonnement da. Empfehlt den Kanal gerne weiter, wir machen ziemlich viel Scheiß. Nicht immer geil, aber immer Scheiß. So, die Panzerung. Wir haben hier einen leichten Kreuzer. Also das, was die Tulsa, wie gesagt, für die Des Moines-Klasse ist, könnte die Vallejo werden für die Wooster-Klasse. Viele behaupten, die Tulsa ist ja nicht ein besonders gelungener Kreuzer, darunter auch ich. Sie kann aber durchaus ihre Stärken ausspielen bei einem guten Kapitän. Ein Umstand, dem jedem Schiff zugute kommt, ein guter Kapitän. Wir haben hier ein paar Änderungen, was die Panzerung betrifft, zur Wooster. Die sind speziell, vielleicht nicht spielentscheidend, aber doch speziell. Das Auffallendste ist, wir haben einen leichten Kreuzer, der ein bisschen besser geeignet ist gegen HE-Beschuss als die Tulsa. Da haben wir nämlich 30mm Deck, hier haben wir 38mm. Das ist praktikabel, 203mm. Der normalen 1/6 Penetrationshai, also der allermeisten Kreuzer, bis auf ein paar Ausnahmen wie die Deutschen und so weiter, die können hier das Deck theoretisch nicht penetrieren. Ob das ein großer Vorteil ist, das muss man noch sehen. Es ist durchaus ein bisschen Fläche, was das abdeckt. Großteil wird aber durch die Aufbautenpanzerung von 13mm und die Türme hier mit der oberen Panzerung von 76mm abgedeckt. Der Rest ist natürlich praktisch, weil es ein eigenes Kondominium, ein eigener Bereich ist, mit eigenen Trefferpunkten als die Aufbauten zum Beispiel. Zusätzlich haben wir hier frontal und am Arsch 25mm, was wie üblich ziemlich bescheiden ist, was AP Overmatch betrifft. Über Haie brauchen wir in dem Bereich so gut wie nicht mehr sprechen. Das ist für alles, was nicht gerade 127, 130mm ist, ein gefundenes Fressen. Aber sind wir ehrlich, die große Gefahr für leichte Kreuzer ist AP. Wir haben 25mm hinten und vorne in relativ großen Bereichen. Das bedeutet, ab 380mm und alles darüber kann hier overmatched werden. Overmatch bedeutet, dass die Panzerung vollkommen ignoriert wird und auch keine Abprallmechanik abgefragt wird. Mit Abprallen ist immer gemeint, wir gehen standardmäßig von 45 bis 60 Grad bei AP-Granaten aus, wo die Granate in so einem Winkel aufprallt, dass sie abprallt von der Panzerung, weil der Winkel zu steil ist. Das wird hier nicht passieren, die wird einfach ignoriert und erst dahinter wird dann wieder eine Abprallmechanik gemacht oder Abprallmechanik ausgeführt. Das bedeutet, wir haben hier so gut wie jedes Schlachtschiff auf Stufe 9, auf Stufe 10, so gut wie, muss man immer aufpassen, weil auch Stufe 8er mit 305mm oder so Exoten wie der deutsche Stufe 10er etc. sind hier, die keine 380mm aufweisen können. Dafür haben wir dahinter ebenso bescheidene Panzerung. Wir haben Kasematte 16mm, das ist dann komplett, als wäre sie nicht da. Und wir haben 64mm Zitadellenpanzerung, die für 380mm auch ignorant wenig ist. Hinten haben wir ein ähnliches Bild. Wir haben eine Zitadelle über die gesamte Breite. Wir können auch mal die Kasematten wegmachen, die relativ einfach zu treffen ist. Das bedeutet, unterm Strich für dieses Schiff in aller Härte und Klarheit, lasst euch am besten nicht treffen. Betreibt Inselhopping, nutzt Smokes von Freunden oder nutzt Beweglichkeit. Das ist für einen leichten Kreuzer immer besser. Immer, immer, immer. Denn leichte Kreuzer haben meistens noch einen Umstand, der ziemlich bescheiden ist. Nämlich bescheidene Überlebensfähigkeit. Typisch bei den amerikanischen Kreuzern, den leichten Kreuzern, wir kommen nicht
hoch hinaus mit den Trefferpunkten. Noch schlimmer ist nur bei den Japanern. Wir haben normalerweise rund die 40.000 Trefferpunkte. Als Beispiel die Seattle, der Stufe 9 leichte Kreuzer bei den Amerikanern, hat 43.000 Trefferpunkte, wenn er voll ausgebaut ist. Oder 43,6 sogar. Hier sitzen wir auf 44.000. Das bedeutet, das ist einmal Pusten mehr. Und das war's. Einmal durch den Serverlag das Feuer zu spät löschen. Und das war's. Also Spielstil ähnlich bis ident mit allen amerikanischen Kreuzern. Verlasst euch nicht auf die Panzerung, nicht gegen andere schwere Kreuzer, nicht gegen Schlachtschiffe, gegen die DDs. Ja, und das ist auch das, gegen das das Schiff eigentlich kämpfen sollte, wo wir eigentlich aber wissen, dass leichte Kreuzer vorzugsweise Schlachtschiffe beschießen und sie abfackeln oder eigentlich alles abfackeln, was geht. Mit 4% Torpedoschutzschadensverringerung, da sind wir auch eher auf der Wack-Seite, wenn man das so nennen darf. Am besten nicht weiter ansprechen, würde ich fast behaupten. So, Artillerie. Kommen wir nun zum, ich hoffe mal, Glanzstück. Wir haben hier 5x252 mm. Ja, ihr habt richtig gelesen. Die Wusta hat 6x2 und da haben wir auch eine bessere Nachladezeit. Ich glaube 4,8, hier haben wir 5,5 Sekunden. Das ist Wargamings Abstriche-Macherei. Wir haben bei der Tools haben wir 33% weniger Granaten in der Luft. Hier haben wir ein Sechstel weniger Granaten in der Luft. Dafür muss natürlich noch was beim Reload gemacht werden. Und da muss so angepasst werden, dass wir kein Schiff haben, das heraussticht mit einem einzelnen Wert, vor allem nicht was Feuerrate oder was Artillerie betrifft, weil das ist schwierig zu balancen dann mit anderen Dingen, weil die Leute kommen auf die verrücktesten Ideen. Deswegen halten wir uns doch eher an Werte, die wir schon kennen, zum Beispiel die der Seattle. Und dann gleichen wir das mit der Ladezeit und der Anzahl der Geschosse so an, mit dem Alpha, der schon bekannt ist aus dem Wooster-Geschützen, weil das sollten die identischen Geschütze sein, wie die der Wooster mit den identischen Granaten, dass wir auf den Wert der Stufe 9 auskommen, denn wir alle wissen, die Seattle ist gut genug, die ist gut genug gebalanced, was Schadensoutput und Panzerung betrifft. Und ja, da kommen wir schlussendlich auch hin. Wir haben hier 5,5 Sekunden Ladezeit, maximale Streuung 148 auf 16,7 Meter. Es ist 16,7 Kilometer, ist ein Kilometer mehr sogar, als die Seattle hat. Wir haben 2200 Höchstschaden, wir haben also von HE 3200 haben wir AP. Das sind übrigens auch die gleichen Granaten wie eine ach Gott im Himmel, wie eine Seattle verwendet, dankeschön. Wobei hier Mod 12 mit dabei steht, das steht bei der Seattle nicht dabei. Wir haben dieselbe Mündungsgeschwindigkeit wie die der Seattle, 812 Meter pro Sekunde, 30 mm Pen. Wargaming hat das ja einmal umgestellt, damit man gleiche, also Kreuzer auf der gleichen Stufe ohne JFE bekämpfen kann. Wir haben 12% Brandwahrscheinlichkeit, soweit so langweilig. Was bedeutet das in DPS? Ja, wir haben 5x2 anstelle von 4x3 auf derselben Stufe, Stufe 9. Aber wir haben ähnliche DPS. Wir haben 243.000 in High und 240.000 in High bei der Vallejo. Die Seattle hat 354.000 DPM, Entschuldigung, pro Minute natürlich, pro Sekunde wäre es ein krasser Wert, könnt ihr durch 60 rechnen, wenn ihr wollt. Und bei der Vallejo haben wir 349.000. Das bedeutet vernachlässigbare 5.000 Unterschied, einmal hier bei AB zugunsten der Vallejo, dafür 3.700 Nachteil bei HE, bei der Vallejo. Einmal Plus, einmal Minus. Ihr seht also, dieses Schiff passt genau da rein, ihr könnt euch davon so etwas erwarten, wie, also was die Artillerie betrifft, wie bei der Seattle. Gut, die Nachladezeit ist anders. Das bedeutet, ihr könnt hier zwischen den Intervallen öfter schießen und dem Feind, wenn ihr es gerade knapp habt, vielleicht noch den letzten Schadenspunkt geben. Aber das war es auch schon. Ist nicht so ein großer Unterschied. Wasserbomben-Luftschlag. 45 Sekunden Ladezeit, zwei Fluggruppen auf 7 Kilometer. Das ist vielleicht ein wichtiger Wert für all jene Leute, die gerne U-Boote bekämpfen, aber nicht so gerne G drücken, weil sie gerne was auf höhere Reichweite haben. Die Anti-Air. Die Anti-Air sollte nicht schlecht sein. Wir haben hier tatsächlich Werte von, ihr seht es eh, 378 im Mittelbereich, 130 in der Kurzstrecke und 116 in der Langstrecke. Dem entgegen haben wir bei der Seattle 105 Langstrecke, 322 Medium und 175 Nahbereich. Hat sich ein bisschen verändert, ist ein bisschen mehr in die Mittelstrecke gelaufen, anstatt in den Nahbereich. Ist immer praktisch, wenn man einen Flugzeugträger abschießt, bevor er abwerfen kann, also wenn es Teile von der Staffel abschießen kann, bevor er abwerfen kann.
Das wird sich hier wahrscheinlich auch nicht ganz spielen, aber besser als bei der Seattle. Und wir haben einen großen Vorteil, wenn wir 1820 mal 6. Bei der Seattle haben wir 1820 mal 5. Bei identischer Trefferwahrscheinlichkeit und hier 6,9 Kilometer Reichweite, wie auch bei der Seattle. Die Manövrierbarkeit 32,5 Knoten zu 33 Knoten, 740 Meter, wenn die Kreisradius zu Seattle 750 und wir haben 10,7 Sekunden im Gegenzug zu 8,7 Ruderstellzeit bei der Seattle. Also ihr seht, ein Schiff, das für Stahl kommt und nicht besonders gut auf sich von der Seattle absetzen kann, meiner Meinung nach. Die Verborgenheit. Die Verborgenheit ist mit 11,54 Kilometer um ca. 330 Meter besser als bei der Seattle. Das bedeutet, hier haben wir den Vorteil, den die hart erspielte Ressource, der harte Stahl, uns bieten könnte. Oder aber, es ist noch bei den Gadgets etwas zu hören, aber auch da muss ich euch leider enttäuschen. Wir haben die leichten Kreuzer, typischen Vorteile der Amerikaner, irgendwo komplett vergessen und haben das dafür bekommen. Wir haben ein defensives Flakfeuer, das identisch zu dem, was auch die Seattle hat. Wir haben einen Heal, ist ein 0,5% Heal, das ist, dasselbe wie bei der Seattle. Wir haben aber anstelle von Radar und hydroakustische Suche unsere zwei Flugzeuge, die ansonsten im Jahr im Radar-Slot der Seattle sitzen, als separaten Slot, und das Radar wurde gestrichen und die Hydra wurde ebenfalls gestrichen, mit einem speziellen Schnellstarter-Aufklärer. Bedeutet, wir haben 60 Sekunden Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials alle 10 Sekunden. Das ist quasi das, was auf Stufe 7 der sowjetische Kreuzer, und jetzt fällt er mir nicht ein, aber natürlich habe ich keine Kosten und Mühen geschaut und im Schnitt gerade nachgesehen, die Lasso, der Premium-Kreuzer, auch hat. Quasi das amerikanische Pendant. Man kann theoretisch die ganze Zeit hier mit dem Schnellstarter-Aufklärer Schiffe bekämpfen, die weiter entfernt sind, sodass wir uns hier die Feuerleitanlage-Modifikation 2 sparen können. Da trifft man dann eh nichts mehr, wenn auch noch der Flieger raus ist und die Hauptbatterie-Modifikation 1 reinwerfen können, was uns wieder zu mehr DPS verhilft. Gut. Ich glaube, wir sind hier jetzt mit dieser großartigen Vallejo, ein Reichweitenfarmer, könnte man sagen, das Pendant zur Tulsa nur im leichten Kreuzerbaum, durch. Dieses Schiff für Stahl auf Stufe 9 zu einer ähnlichen, oder in einer ähnlichen Preisklasse wie schon andere Stufe 9 Schiffe, wird es irgendwann geben. Ich hoffe mal, es wird nicht zu krass, denn unterm Strich können solche Schiffe meistens im Matchmaking glänzen, wenn es ein reines Stufe 9 Gefecht ist. Und das gibt es halt in Spezialmodi wie Klanggefechte, wie Random etc. Aber ohne Radar und ohne hydroakustische Suche in solchen teambasierten Kämpfen ist schon ein bisschen hart. Das vermisse ich doch. Und vor allem, wenn wir uns einmal kurz noch die Anordnung anschauen, die hinteren Geschütze in diesem Winkel. Vorne 3x2. Da habe ich tatsächlich lieber die Des Moines 2x3, 203, also 2x3, 203 mm alle 6 Sekunden oder alle 5,4, wenn wir, oder sogar besser, 5,3, je nachdem. Und zusätzlich, wir haben hier leider den ziemlich flachen Arsch. Flache Ärsche sind häufiger, das hört sich jetzt falsch an. Flache Ärsche werden häufiger stärker penetriert, weil sie halt flach sind. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ein runder Arsch lässt leichter abprallen von kleineren Kaliber. Ich gehe einfach weg. Dankeschön fürs Zuhören und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.